Hallo und herzlich willkommen zu unserer Tierlist im Patch 13.16. Der Patch ist noch frisch und deswegen kann man noch nicht so viele Aussagen treffen, aber seit letzter Woche gibt es schon ein paar Veränderungen, die relativ eindeutig sind. Zum einen, Garen ist immer noch der absolut stärkste Champion in diesem Patch und kann durch die Ultimate einfach alle Tanks zerschallern. Dr. Mundo auf Platz 2 ist genauso stark und kann zumindest gut dagegenhalten und kann leicht viele Matchups ja widerstehen, und wenn er wirklich gefeedet wird, dann müsst ihr das richtige Team gegen ihn haben, sonst habt ihr keine Chance. Also das sind zwei absolut einfache und super starke Picks. Dann haben wir die Kayle, die sich zurzeit sehr an die Spitze schießt mit ihrer Winrate und ihr Bild mit dem Crit- und Blutdürster-Bild sehr, sehr stark. Also das ist wirklich ein Bild, mit dem ihr richtig hart carryen könnt und selber das Game in die Hand nehmen könnt. Skaliert ihr bis zum Ende mit 4 oder 5 oder vielleicht sogar 6 Items, dann habt ihr gegen Kayle eigentlich keine Chance mehr. Sonst haben wir noch eine Illaoi, die mit dem Hullbreaker und Duskblade-Bild sehr, sehr stark auf der Top ist, obwohl Duskblade ein bisschen angepasst und genervt wurde. Trotzdem ist dieser Bild immer noch am erfolgreichsten, wird nicht ganz so oft gebaut, haut aber trotzdem noch alles weg. Somit Illaoi auf der Top-Lane mit dem Duskblade-Hullbreaker-Bild immer noch unschlagbar. Und weil wir gerade bei Hullbreaker sind, nach Hullbreaker kommt gleich noch der Nasus. Auch ein Nasus mit Divine Sunderer und Hullbreaker auf der Top-Lane ist unbezwingbar. Wenn der gut ins Game kommt und skalieren darf, Alhamdulillah, ja, so kann man es nur ausdrücken, dann zerschallert er euch von links nach rechts. Deswegen, diese 4 bis 5 Champions auf der Top-Lane sind absolut variabel, ihr könnt komplett unterschiedliche Spielweisen spielen und richtig reinknallen. Wer sind jetzt die Verlierer aus diesem Patch? Zum einen, der Malphite ist deutlich weiter abgestürzt, Urgot hat kleine Anpassungen bekommen, einmal runter mit ihm, macht nichts mehr. Dann haben wir einen Cho'Gath, einen Ornn, vor allem letzte Woche, der eigentlich komplett auf dem Weg Richtung S+ war, macht gar nichts. Leider, ja, sehr gecappt worden, vielleicht auch itemmäßig kann er sich nicht durchsetzen, haut nicht so rein. Und auch ein Olaf, den ich eigentlich weiter oben gesehen habe, ist einfach nicht so durchgekommen. Sonst, Fiora konnte sich durchsetzen, ist ein Tick weiter nach oben gekommen, wird immer stärker, gerade von Patch zu Patch. Wenn wir denken, dass noch vor 4 Patches Fiora ganz unten im B-Tier war und jetzt schon bis hoch ins A-Tier rotiert und ihre Winrate halt Woche für Woche immer um ein klein Prozentchen ansteigt, dann ist das ein sehr, sehr starker und solider Champion. Genauso wie die Camille, die zieht ihr gleich hinterher, und auch ein Pantheon. Diese Champions auf der Top-Lane werden zurzeit relativ stark, weil sie halt auch echt solide Builds haben, können gegen Tanks bestehen und gleichzeitig sehr, sehr viel Schaden machen. Was gibt's Tolles im Jungle? Und da können wir uns eigentlich super kurz halten, denn richtig relevant sind hier 6 Champions. Das wären zum einen die S+-Tier-Champions mit Shyvana, die man immer noch mit der Titanic auf Adi baut, einem Nocturne, den man mit dem Prowler's Claw komplett auf Lethality baut, der dadurch auch richtig reinhaut. Eventuell kann man da auch mal einen Stridebreaker nehmen. Sonst haben wir Amumu, den man auf Full Tank geht, nix AP, Full Tank und der haut rein, und einen Charven, den man auf dem Gordranker Halb-Tank-Build baut. Dann haben wir danach noch einen Rammus, der den Full Tank macht und das Ganze abschließt und euch somit alle Variationen an leicht AP-lastig mit viel Tankiness, mehr AP, mehr AD, ja, mehr Bruiser-Bildmäßig alles Mögliche im ST gibt. Beim Rammus habt ihr auch nochmal super viel CC, was ihn sehr stark macht. Nach diesem Champion sind im A-Tier alle Champions sehr solide, super eng zusammen. Alle Spielweisen sind möglich und alle gehen sehr viel auf Schaden. Ich will reinhauen, ich will carryen, ich will hier das Game übernehmen, bis auf Zac. Zac ist der Tank, der mit AP richtig krass durchhält und den Gegnern kaum Chancen lässt. Also ich kann euch sagen, Zac der absolute OP-Pick. Wer sonst uns gerade absolutes Game gecarried hat oder allgemein Champions sind, die richtig stark sind, sind im B-Tier, die nur nicht durchkommen, weil sie zu schwer sind, vor allem in der Low-Elo. Das wäre einmal die Evelynn, die räumt alles weg, wenn sie gefeedet wird. Ein Echo, der mit dem Buff super strong ist und auch jetzt viel mehr in die Mitte wieder skaliert. Und ein Hecarim. Ein Hecarim immer noch, wenn der gut ins Game kommt und abräumen darf, dann habt ihr gefühlt keine Chance. Somit hier sind das so diese stärksten Picks aus dem B-Tier mit A-Tier kombiniert mit dem Zac und dann dem absoluten S-Tier. In der Midlane hat sich nicht viel verändert zu letzter Woche. Wir haben immer noch den Malzahar hier oben und wir haben auch noch die Naafiri. Naafiri auf Platz 1 ist mit Abstand der stärkste Champion zurzeit und kann genau solche Champions wie Malzahar, Diana, Xerath, allgemein alles, was poken will und auf Distanz bleibt, natürlich absolut countern und zerschallern. Deswegen Naafiri immer noch der stärkste Champion, sollte umgehend gebannt werden, wenn ihr ihn nicht spielen wollt, und sonst gepickt werden, wenn ihr ihn spielen wollt. Ja, Malzahar ist sehr stumpf, bringt er diese Ulti-Mechanik mit sich, die sehr stark ist und die man gut rumspielen kann. Dann eine Diana, die mehr dieser Carry- und One-Shot-Champion wird, der später mit der Ulti auch massiv viel Schaden verursacht. Und ein Xerath, der auf Distanz einfach super stark pokt.
Im A-Tier, mein persönlicher Favorite, ist immer noch der Aurelion Sol, super stark im Late-Game. Aua, tut der weh, wenn der skaliert, aber ist eben nicht mehr das absolute Biest von vor 3-4 Patches. Im unteren, ja, A-Tier ist auf jeden Fall der Chase, hinten ein neuer Pick in der Midlane, der richtig zerschallern kann. Und auch im B-Tier haben wir jetzt mehr und mehr so AD-Assassins, die wieder rauskommen. Also der Zed ist sehr gut dabei, die Tristana hält sich konstant, wo ich dachte, dass sie schnell wieder abstürzen wird. Dann haben wir immer noch den Akshan hier drin und auch den Yone auf dem letzten Platz, wobei der Yone hier eher gerade mal wieder reinpiekt und wahrscheinlich auf dem Heimweg sein wird. Das war's aber so mal zur Midlane, um hier einen kleinen Überblick zu geben. Auf der Botlane könnte ich eigentlich sagen, willkommen zu diesem Video und schalte gerne das Video von letzte Woche ein und damit wieder schauen. Ne, wir haben immer noch Nila auf dem S-Plus-Tier, daneben eine Miss Fortune, sie dominieren weiterhin, es hat sich wenig verändert auf der Botlane. Dann haben wir im A-Tier immer noch Wayne, diesmal wieder ein bisschen hochgerutscht von dort unten, mit einer Ashe und einem Kog'Maw, also vor allem Hyper-Carries, die mit gewissen Peel-Champions wie Nami, Soraka, Lulu super funktionieren. Auch ein Twitch funktioniert sehr gut, eine Sivir ist eher eine defensive Lane, die vor allem gegen Miss Fortune gut standhält. Und auch ein Chin kann echt carryen, er ist natürlich aber hier einer der schwereren Champions, genauso wie Wayne. Im B-Tier haben wir noch die Kaiser, in meinen Augen immer noch ein sehr, sehr starker Champion, aber ihr müsst halt ganz spezielle Builds in richtigen Momenten auspacken, was oft schwierig ist und nicht wirklich funktioniert. Das war's aber hier zu den ADCs, es gibt nicht viel zu sagen und es hat sich hier auch wenig verändert zu letzter Woche. Auch bei den Supportern gibt es nicht viel zu sagen, außer dass wir zur letzter Woche sehr, sehr ähnlich sind. Wir haben immer noch die Damage-Supporter wie Maokai und Syrah, die Peel-Supporter wie Taric und Sona, wobei Taric letzte Woche nochmal so das Biest der Woche war, der absolute Pick des Patches, und dann ein Xerath, der poken will. Alle Peel-Supporter, auch so wie eine Jenna, Zilean, vielleicht auch hier die Soraka, sind ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil sie eben zurzeit nicht ganz so gut durchkommen. Weil Engage und Damage halt einfach mehr Carry zurzeit, weil die Items auch besser liegen, weil die Elo dazu besser passt, weil auch die ADCs dazu besser passen. Das ist aber nur gerade so eine Phase, ich denke, dass es nicht lang dauern wird und die Peel-Supporter werden wieder die Überhand gewinnen. Trotzdem haben wir hier super krasse Champions an sich, eine Rell, eine Leona, ultra viel CC dabei. Genauso hier unten ein Nautilus und ein Braum mit dem Alistar, mit dem Rakan. Das sind einfach CC-Maschinen im ganzen A-Tier. Also abgesehen von unserer S-Plus-Schiene, die dort oben ja so ihren eigenen Mix bildet mit Poke, mit Damage, mit ich peel mal ein bisschen, gibt es drunter im A-Tier eigentlich ein klares Ziel, das ist Peelen oder Vollgas All-In. Und diese Champions sind zurzeit auch super stark und können mit vielen ADCs zusammenspielen. Im B-Tier ist mein insgeheimer Pick der Brand. Er wird in diesem Patch gebufft und ich gehe stark davon aus, dass er jetzt wieder weiter nach oben klettern wird. Er war von der Winrate her nicht ganz so gut, ist aber ein High-Damage-Support und kann eigentlich super mithalten, wie mit einem Xerath, einer Syrah oder auch einem Maokai. Klar, er ist ein bisschen schwieriger zu spielen, man muss alles treffen, außer vielleicht die E, aber der Rest, der muss gut sitzen. Aber mit diesem neuen Patch sollte er vielleicht so einen kleinen Tick anziehen können und dadurch wieder mehr ins A-Tier oder vielleicht sogar ins obere A-Tier rutschen können. Das war's dann auch schon wieder von unserer Tierlist. Diesmal deutlich kürzer als letzte Woche, aber es gab eben auch nicht so viel große Änderungen. Der Patch hält sich relativ in Grenzen und somit kann man diese Picks von letzter Woche noch gut übernehmen. Sonst hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Lasst doch bitte ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, Hashtag StayUntiltable.